Von dem strategischen Überbau von Frau Professorin Pellert, den wir eben mitbekommen haben, werden wir jetzt anschaulich und handlungspraktisch. Es geht um die Modelle des Denkens von KI und künstlichem Leben in der universitären Lehre. Und ich freue mich jetzt sehr auf Dr. Christina Klüver. Sie war mal diplomierte Erziehungswissenschaftlerin, wurde dann promoviert in Kommunikationswissenschaft und schließlich habilitiert in Informatik. Sie ist Privatdozentin für Soft Computing an der Uni Duisburg-Essen und sie ist Geschäftsführerin des Unternehmens Rebasic. Schwerpunkt bei ihr sind Forschung, Lehre und Anwendung mit Methoden der künstlichen Intelligenz und des künstlichen Lebens. Und es geht jetzt um spannende Fragen. Es wurden Studierenden beispielsweise Fragen gestellt wie, wie lässt sich die Entwicklung einer Pandemie simulieren? Wie entwickeln sich Unternehmen in Krisenzeiten? Ist die Infrastruktur für E-Autos ausreichend, um Ziele der Regierung zu erreichen, etc. pp. Auf der Basis dieser Fragen wurden dann mit Tools einer Forschungsgruppe, davon werden wir gleich mehr hören, eigene KI- und KL-Modelle von den Studierenden entwickelt und sie wird jetzt eine Menge anschaulicher Beispiele zeigen. Insofern verlasse ich jetzt besser mal die Bühne für Dr. Christina Klüver und Ihre und eure Fragen sind mehr als willkommen in den 10 Minuten danach. Vielen Dank für die nette Einführung. Und ich möchte Sie dann auch entsprechend begrüßen bei dem Vortrag eben Modelle des Denkens, künstliche Intelligenz und künstliches Leben. Und ich habe das sehr große Vergnügen, Ihnen eigentlich die Ergebnisse der Studierenden zu zeigen. Und da lege ich auch am besten gleich los. Zunächst einmal eine Einordnung der Methoden. Und gerade in der heutigen Zeit ist es auch wirklich sehr, sehr schwierig, das Ganze einzuordnen, denn letztendlich ist alles KI. Also haben wir jetzt auch gerade gemeinsam, also auch mit dem Verband Deutscher Ingenieure, uns dann also bemüht, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und das, was Sie auf der rechten Seite sehen, ist genau das, beziehungsweise Sie auf der linken, ist genau das, womit ich mich beschäftige. Wir haben also die Bereiche der künstlichen Intelligenz, also neuronale Netze und Expertensysteme und auch die Fuzzy Logic. Und künstliches Leben, da werde ich auch Beispiele zu Zellularautomaten zeigen, Optimierungsalgorithmen und die Boolschen Netze oder logischen Netze, die irgendwo dazwischen sind. Was sind eigentlich so auch didaktische Aspekte, die hierbei eine Rolle spielen? Wir haben einerseits das Konzept des Projektstudiums, also eben selbstständiges Arbeiten an konkreten, nach Möglichkeit natürlich realen Problemen auf der Basis der KI- und KL-Methoden. Und das Schöne ist, es ist eigentlich eine klassische Idee der Hochschuldidaktik, nur jetzt eben mit neuen Methoden realisiert. Und wir können damit auch tatsächlich neue Lernziele verfolgen, die eben auch nur mit diesen Methoden auch möglich sind. Aber ich fange jetzt am besten direkt an mit künstlicher Intelligenz und zwar mit der symbolischen und subsymbolischen Modellierung und starte dann mit Fuzzy-Expertensystemen und dafür braucht man eben die mathematische Logik und Fuzzy. Und das bedeutet Unschärfe, eben zum Beispiel mehr oder weniger. Und das Schöne ist, diese Unsicherheit dann auch noch formal zu erfassen. Es geht also um Wenn-Dann-Beziehungen. Aber in Fuzzy ist es mehr oder weniger. Also wenn mehr oder weniger X und mehr oder weniger Y, dann passiert irgendwas mehr oder weniger. Und wir haben dann auch die Analyse und Festlegung der Verknüpfungen und diese ist alles andere als trivial. Und ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel zeigen und zwar habe ich das Privileg, in sehr unterschiedlichen Fächern zu lehren und auch in unterschiedlichen Studiengängen. Und das ist ein Weiterbildungsstudiengang, also eben virtueller Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik. Und Sie sehen hier ein Beispiel zur Aufwandschätzung in Softwareprojekten. Übrigens, der Modellierer ist nicht nur Student oder zugleich auch Softwareentwickler. Und wie geht man das Ganze an? Zunächst einmal muss man die sogenannten Zugehörigkeitsfunktionen dann definieren, die Kriterien, die eben für die Aufwandschätzung sehr, sehr wichtig sind. Und wir können also jetzt hier sehen, wie sie nacheinander dann entsprechend definiert wurden. In der Mitte kommen dann die Regeln. Wir haben hier tatsächlich Wenn-Dann-Regeln. Und wir sehen auch mitunter, wie komplex diese dann sind. Und anhand der ersten Regel bei dem Aufwand werde ich dann also eben zeigen, wie es funktioniert. Man kann also entsprechend die Einschätzung dann also über Regler eingeben und gucken, wie hoch ist der Aufwand eigentlich ja für diese User Story. In diesem Fall ist es ja knapp 21 Punkte, die man eigentlich für den Aufwand vergeben sollte.
Und jetzt in diesem Fall, wenn man es dann wiederum ändert, dann sieht man eben, wie sich dann auch entsprechend dann noch einmal die Punktezahl verändert. Denn am Ende muss letztendlich alles wieder diversifiziert werden, denn irgendwas muss ja geschehen. Und gehen wir jetzt also nochmal zu den Herausforderungen, die auch die Studierenden haben bei solchen Modellen. Also in diesem Fall muss man natürlich auch Kenntnisse haben, was ist eigentlich die Aufwandschätzung in Softwareprojekten. Die logischen Zusammenhänge erkennen und auch festlegen. Und wir haben hier auch ein Beispiel, warum das nicht so einfach ist, denn die Aufwandstreiber in einer User Story, wie es dann also in dem Kontext heißt, können konträr sein. Zum Beispiel ein geringer Umfang an Programmierzellen, aber zugleich sehr komplex in der Abfragelogik. Und wir haben dann auch noch mehrere Chancen, zum Beispiel Diskrepanzen in der Einschätzung aufdecken. In diesem Fall wurde also das Modell einmal eingesetzt mit traditionellen Methoden des Planning Pokers und auf der anderen Seite mit Fuzzy-Methoden. Und wir können also jetzt hier sehen, dass die Experten im Grunde einige Abweichungen haben von den Empfehlungen dann von Fuzzy. Und das gibt entsprechend dann auch die Möglichkeit, dann eben sich damit, im Team diese Abweichungen zu diskutieren und zu reflektieren. Und diese Abhängigkeiten dann überhaupt aufdecken. Und damit hat man dann eben also zusätzliche Möglichkeiten, also eben zum klassischen Vorgehen, wie man eigentlich auch die Probleme dann noch einmal diskutiert und behandelt. Dann möchte ich also jetzt zu der subsymbolischen KI gehen, die ja natürlich ja erfahrungsgemäß wesentlich schwieriger ist. Und zwar das Modell, das ich hier präsentiere, das ist eine Eigenentwicklung der Forschungsgruppe COBASC. Das ist das sogenannte Self-Enforcing Network. Und weil wir modellorientiert arbeiten und theorieorientiert, bewegen wir uns im Bereich der Kognitionswissenschaft. Das heißt, wir haben das prototypische Lernen und daraus abgeleitet die Referenztypenlogik. Hervorhebung einzelner Attribute mit dem Q-Validity-Faktor, das kommt ja noch von Eleanor Roche. Wir haben die Entwicklung der kognitiven Schemata für alle, die sich auskennen, Piaget lässt in diesem Fall grüßen und natürlich auch die Diskrimination und Generalisierung, die dabei eine Rolle spielen. Und das Problem hierbei ist, da wir im Gehirn nun mal keine Regeln haben, genau diesen Transfer logischen Operationen, also die symbolische Ebene, die wir gerade kennengelernt haben, auf subsymbolische Ebene zu transformieren. Und das bedeutet eben, da ist die Interaktion einzelner Neuronen durch mehr oder weniger starke Verbindungen, die aber durch Zahlen repräsentiert werden. Man kann es sich im Grunde jetzt so vorstellen, man hat also jetzt eben Attribute und Objekte, einfach nur Zahlen. Natürlich könnte man das übersetzen, aber das fällt dann den meisten doch ja wiederum eher schwer. Und man kann sich auch vorstellen, bei sehr großen Datenmengen ist es natürlich auch schon sehr, sehr schwierig. Aber ich möchte Ihnen auch jetzt noch einmal ein Beispiel zeigen, diesmal einer Studentin des Studiengangs Digital Business, Innovation and Transformation. Sie ist zugleich auch eine Führungskraft und es geht ja darum, dass man also jetzt innerhalb von 5 Jahren im Unternehmen bestimmte Ziele erreicht. Und hier geht es also eben auch um eine Aufbauorganisation und um die Unterstützung darum. Und im ersten Schritt müssen jetzt alle Anforderungen definiert werden, die zur Zielerreichung nötig sind und entsprechend auch überlegen, welche Kompetenzen die jeweiligen Führungskräfte haben sollen. Und wir sehen es also jetzt an dieser Stelle, wie viel Mühe und Liebe dann auch eingesetzt wurde, um dann also entsprechend die ganzen Anforderungen dann zu definieren. Alles, was Sie jetzt in blau markiert sehen, das sind also die Elemente, die noch mit dem Q-Validity-Faktor versehen wurden. Das heißt, diese sind sehr wichtig. Wir sehen, was jetzt gelernt wird, nämlich ob da jetzt jemand geeignet ist als Führungskraft und dann insbesondere dann auch für was für Probleme. Und das Besondere hier ist die Modellierung. Es wurde nämlich ein Idealtypus modelliert. Das heißt, es gibt hier eine Führungskraft, virtuell, die alles leisten kann. Und daran wird dann also anschließend geguckt, welche Mitarbeiter kommen dem am nächsten. Wir haben also unterschiedliche Visualisierungen. Es handelt sich hierbei übrigens um ein selbstorganisiert lernendes Netzwerk. Das heißt, hier werden keine Ziele vorgegeben. Das Netzwerk lernt entsprechend dann die Daten und clustert sie nach Ähnlichkeiten.
Und diese Visualisierungsmöglichkeiten erlauben dann eben eine schnelle Übersicht. Und natürlich brauchen wir dann auch noch konkrete Berechnungen. Und das Schöne dabei ist, dass die Studierenden hier auch erkennen können, welche Probleme es gibt, ob jetzt nun ein Neuron ausgegeben wird als Ergebnis mit der stärksten Aktivierung oder mit der kleinsten Distanz. Und da kann es durchaus Unterschiede geben. Anschließend kann man dann neue Eingabevektoren reingeben und entsprechend ja gucken, wofür sind die einzelnen Mitarbeiter besonders gut geeignet. Und zwar kann man also dann entsprechend der Reihe nach durchgehen. Es tut mir leid, dass ich ja sehr schnell durchgehe, aber ich habe leider nur 20 Minuten. Also mache ich dann direkt weiter. Hier ist also die Zusammenfassung dann der Ergebnisse, wo man dann jetzt noch einmal gucken kann, je nach Klassifizierung, zu welchen Referenztypen wurden die Mitarbeiter dann klassifiziert. Und so kann dann noch einmal bestimmt werden, wofür sie besonders gut geeignet sind. Wenn wir wiederum von Denken reden und auch Modelle des Denkens, dann gibt es ja noch die zweite Option, dass wir nämlich das Ganze jetzt umdrehen. Das heißt, in diesem Fall werden die Fähigkeiten der Mitarbeiter gelernt. Und die anderen, die Anforderungen für das Unternehmen werden jetzt als neue Eingabevektoren gegeben. Das heißt, das Netzwerk kennt die jetzt noch nicht. Und wir können dann jetzt also schauen, wer entspricht dem Ideal am meisten. Das ist Mitarbeiter 2. Und wir haben noch die Möglichkeit, da also jetzt oben rechts entsprechend dann noch einmal zu schauen, wie weit sind diese Mitarbeiter sogar vom Ideal entfernt. Das heißt, wir können also hier auch die Abstände dann also noch einmal betrachten und zum Beispiel auch zu sehen, wo könnten dann Weiterbildungsmaßnahmen erfolgen, und zwar ganz gezielt, um dann also auch entsprechend die unternehmerischen Ziele zu erreichen. Was sind denn hier die Herausforderungen? Also erstmal allein schon die Präzisierung unternehmerischer Ziele. Es ist sehr leicht, sie zu beschreiben, aber wenn man sie formal erfassen muss, ist es dann schon schwieriger. Anforderungen an Führungskräfte, Bewertung der Anforderungen, und das ist meistens sehr, sehr schwierig, da sind wir wieder in Fuzzy, weil man da doch eine ganze Menge Unsicherheit hat. Bewertung der Mitarbeiterkompetenzen geschieht ständig, aber nicht ganz so einfach. Und welche Chancen ergeben sich dadurch? Transparenz der Entscheidungsprozesse. Man kann gemeinsam diskutieren und auch gucken, wie sich einzelne Bewertungen danach auswirken, Änderungen, Hinterfragen der Anforderungen und der Bewertungen, und zwar auf beiden Seiten, unternehmerischer sowie die der Mitarbeiter, und Modellierung unterschiedlicher Aspekte. Man kann also unternehmensorientiert oder eben auch mitarbeiterorientiert dann vorgehen. Dann noch weitere Beispiele zum künstlichen Leben, und das ist eher unbekannt in Deutschland, also da redet zurzeit auch niemand darüber, was ich persönlich auch sehr schade finde, aber das zeige ich dann auch noch einmal kurz. Da sind also eben Bereiche der Biologie, Chemie, Physik, Komplexitätstheorie, die hier also sehr hilfreich sind. Aber worum geht es eigentlich wirklich? Es geht um Modelle der wechselseitigen Interaktion. Einfluss einzelner Parameter, das kennt man natürlich in den Naturwissenschaften. Wir können das jetzt überall anwenden. Was bedeuten Anfangszustände, wie wirken sich diese aus? Was ist eine Dynamik und wie können wir sie überhaupt analysieren? Und auch hier können wir letztendlich alles wiederum dann darstellen in der Aussagenlogik, nämlich wenn Zelle 1 und 3 den Zustand 1 haben, dann hat die Zentrumszelle ebenfalls den Zustand 1. Wie sieht es denn jetzt nun aus? Und deswegen Corona-Pandemie, ich könnte jetzt schon Bücher schreiben, denn so viele Studierenden befassen sich jetzt natürlich genau mit diesem Problem. Und das war jetzt im Februar 2019, kein Impfstoff, weit und breit. Sie sehen also auch hier in diesem Fall zwei Studentinnen, also jetzt aus der Präsenzuniversität, jetzt eben die beide Medizinmanagement studieren. Und da konnte es damals ja nur darum gehen, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Und das Großartige an diesem Modell, weshalb ich es Ihnen gerne präsentiere, das ist auch für mich neu gewesen, dass sich jemand so viel Mühe macht und die Deutschlandkarte modelliert im Zellularautomaten und dann auch noch die Populationsdichte mit berücksichtigt, was Sie ja dann also entsprechend an den unterschiedlichen Farbschattierungen nehmen.
Und ich kann das jetzt nicht zeigen, weil das ein winzig kleiner Punkt ist. Das war der erste bekannte deutsche Fall in Deutschland. Und da geht die Simulation los. Jetzt haben Sie es vielleicht ein bisschen gesehen. Und jetzt können wir im Grunde sehen, wie sich das Ganze ausbreitet. Die Studentinnen haben 29 Regeln definiert, also für unterschiedliche Altersstufen. Inwiefern sind sie dann gefährdet für diese Infektion? Und vor allen Dingen, inwiefern werden dann diese Hygienemaßnahmen dann auch eingehalten und Abstandsregeln? Und wir sehen trotzdem, wie sich das Ganze dann also entsprechend ja immer mehr ausbreitet. Und damals gab es ja noch keine sehr bekannten Todesfälle. Das heißt, wir haben hier die noch nicht drin. Das heißt also, der Gedanke einiger, ja, wir brauchen eine Herdenimmunität, kann man also hier recht gut studieren. Und so kann man aber wirklich wiederum sehen, also aus einem einzigen Fall, wie sich das deutschlandweit ausbreitet. Und entsprechend kann man dann also jetzt eben die Regeln variieren und schauen, wie es dann aussieht. Ich gehe da jetzt noch einen Schritt weiter und zeige jetzt ein Modell aus dem letzten Semester. Da gab es ja schon Impfstoffe. Und da kamen wiederum zwei Studentinnen auf die Idee, natürlich Corona zu modellieren. Aber hier ist wiederum etwas Besonderes. Sie haben im Grunde den Einfluss auch durchaus der unterschiedlichen Wirkstoffe untersucht. Und zwar anhand von Daten aus Österreich. Und zwar, welcher Einfluss hat die, ob die Eltern geimpft sind oder nicht. Und dann die Ausbreitung über die Schüler. Und jetzt sehen Sie also schon, ungeimpfte Eltern links und geimpfte rechts. Bitte betrachten Sie es aus meiner Perspektive, denn für Sie ist es umgekehrt, das ist mir leider erst heute aufgefallen. Also schauen wir uns das einmal an und das Besondere hier wiederum ist, dass diese Studentinnen nun auf die Idee gekommen sind, die gegenüberzustellen. Also praktisch zwei Modelle in einem Zellularautomaten, wo man wunderschön dann betrachten kann, wie sich dann die Ausbreitung jetzt mit AstraZeneca oder BioNTech, Pfizer, dann entwickelt. Und da können wir also grundsätzlich sehen, welchen Einfluss dann die Impfung hat. An dieser Stelle können wir ja sogar noch sehen, was für eine Rolle es spielt, je nachdem, wer mit wem interagiert. Also wie im Grunde die Interaktionsregeln sind, entsprechend ist auch eine Ausbreitung dann anders. Und hier können wir dann also auch entsprechend ganz unterschiedliche Aspekte modellieren. Was sind denn hier die Herausforderungen? Im letzten Jahr ganz klar, Hintergrundwissen zum neuen Virus. Dann haben wir die Maßnahmen zur Reduktion der Ausbreitung, mit denen Sie sich auseinandergesetzt haben. Festlegung der Zelltypen, welche braucht man überhaupt? Welche Interaktionsregeln müssen dann bestimmt werden? Also haben wir auch sehr viele Chancen. Wir können hier Was-wäre-wenn-Szenarien dann durchführen, ohne dass wir jetzt wirklich viel rumexperimentieren und uns überlegen, was dann passiert. Und auch natürlich hier wiederum die Auswirkungen und Interpretation der Dynamik und natürlich unterschiedlicher Maßnahmen. Es gibt noch viel, viel mehr, aber meine Zeit ist jetzt auch gleich um. Das bedeutet, was mir noch spontan eingefallen sind, das sind also jetzt die Themen und natürlich auf dem Weg hierhin ist mir noch mehr eingefallen, worüber ich dann alles reden könnte, auch die anderen Methoden natürlich, aber ich hoffe, ich habe einen kleinen Einblick gegeben, was man mit solchen Methoden überhaupt machen kann und welche Fantasie und wie viel Energie die Studierenden dann auch reinstecken, um entsprechend mit diesen Methoden zu arbeiten. Und falls Sie es noch einmal nachlesen möchten, also es gibt natürlich auch die Literatur, wo dann eben noch Beispiele zu allen Methoden dargestellt werden und insbesondere dann eben auch von Studierenden. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Klüver. Also meine Informatikkenntnisse haben nicht ganz ausgereicht, um wirklich jeden Begriff zu identifizieren und die Prozesse, aber dafür haben wir ja Aljoscha hier. Und wir haben eine Frage aus dem Chat, mit der wir starten wollen. Ja, Miriam Specht fragt, inwiefern wird in dem Self-Enforcing Network Modell zur idealen Führungskraft berücksichtigt, dass Menschen sich entwickeln können? Das kommt darauf an, ob wir das Modell auch so anlegen. Also das ist ja eben genau der Punkt, deswegen die KI, also es ist ja nicht, dass ich irgendwas aus den Daten herausnehmen kann, sondern genau das wird ja sogar vorausgesetzt, indem man schaut, man sieht sogar, wen man fördern kann
oder man kann dann also entsprechend mit denen besprechen. Das ist dann aber wieder die menschliche Seite. Gut, aber das bedeutet ja auch letztlich eine kontinuierliche Erhebung oder so und zu gucken, wie hat sich jemand weiterentwickelt. Bringt uns zu einer Frage, die wir eben wispernd in der ersten Reihe gemeinsam uns gefragt haben. Wie ist denn die Qualität der Daten, die vorne reinkommen? Wer erhebt, was ich wo kann? Sind das selbstorganisierte Daten? Sind das evaluierte Daten, die irgendwo anders aufpoppen? Also zunächst einmal ist das Problem, in jedem Unternehmen gibt es ja diese Bewertungen. Jeder Chef bewertet dann seine Mitarbeiter. Die liegen vor. Und das Schöne, was ich finde, dass man auch da in der Organisation etwas tun sollte, dass man das dann gemeinsam mit den Mitarbeitern bespricht. Man kann die jetzt einfach aus so Skill Matrix dann reinholen. Man sieht aber mit der KI, was sich daraus ergibt. Und dann kann man gemeinsam darüber diskutieren. Dann kann man natürlich das Ganze auch permanent verändern, indem man dann also entsprechend die Daten darüber aktualisiert. Es ist also mehr ein Miteinander. Mhm. Klingt wie ein Ermündigungsvorgang im Umgang mit KI. Also der Leute, die damit, also das ist ja auch eine Schnittstelle mit KI schon in der Vorbereitung, sozusagen sie da gewissermaßen mit zu integrieren. Ja. Eine Sache, die ich spannend fand, wenn ich darf. Bitte, bitte, unbedingt. Das war, Sie haben das so im Nebensatz fallen gelassen. Also zu Corona-Zeiten hieß es ja, manchmal kann man nicht mit KI die Ausbrüche simulieren. Und dann hieß es ja pauschal von manchen Leuten, ja, wir haben ja keine Daten. Es gäbe vielleicht international welche, an die kommen wir nicht ran. Wir haben keine, also können wir das noch nicht simulieren, bevor es nicht zu spät ist und bevor es nicht passiert ist. Sie haben nun schön gezeigt, wie wir mit symbolischen Verfahren, mit modellierten Verfahren, mit Wenn-Dann oder auch Fuzzy oder eben gewissen Verfahren, wie man das natürlich auch simulieren kann, weil man die Regeln verstanden hat, der Ausbreitung und die Kontaktregeln verstanden hat und sie einfach auch modellieren kann. Und jetzt kommt der Nebensatz, den Sie fallen gelassen haben, was in Deutschland aber nicht so bekannt ist. Ja, warum ist man sozusagen so datenbesoffen, wenn ich das mal sagen darf an der Stelle, und vergisst, dass es sehr viele andere Arten von KI gibt, mit denen man auch tolle Sachen machen kann, auch wenn man keine Daten hat, zum Beispiel auch in der kleinen Industrie. Das Problem ist, KI wird heute verbunden mit maschinellem Lernen. Die werden gleichgesetzt. Und maschinelles Lernen ist datenorientiert. Dafür brauche ich Daten. Und KI ist ja wiederum, wo wir eben deswegen Modelle des menschlichen Denkens. Wir können ja, es sind ja sehr viele Daten bekannt. Wir kennen ja die Infektionsraten. Wir kennen also die Populationsdichte. Es gibt sehr viel, was wir kennen. Und dann können wir zum Glück wieder den Menschenverstand einsetzen. Ja, aber wenn ich das jetzt genau anknüpfend an deine Frage, es müsste doch ein großes Interesse im Sinne der Allgemeinheit geben, genau den Transfer solcher Daten, zumal wenn sie datengeschützt im Sinne von anonymisiert sind, von einer Hochschule in die Wissenschaft, in die Politik hinein zu transferieren. Passieren da gerade Quantensprünge in diese Richtung? Weil wir haben eine Pandemiesituation. Es kann ja nur Wohlfeil sein, alles, was valide ist, zum Dienste der Allgemeinheit öffentlich zu machen. Wir haben vorhin über Open Source gesprochen. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass doch noch sehr viel Skepsis da ist. Also eben, weil es wird zwar sehr viel darüber geredet, aber es wird auch sehr viel Skepsis verbreitet. Und gerade deswegen auch so wichtig, dass man die Terminologie klärt. Dass man wirklich weiß, worüber redet man überhaupt. Ne? Denn jetzt ist, wie gesagt, alles KI. Also mitunter glaube ich wirklich, selbst ein Taschenrechner ist mittlerweile KI. Mhm. Und wenn wir das nicht erstmal klären, dann entsteht auch sehr viel Skepsis. Und das muss dann einfach bekannt werden, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Und Teil dessen ist ja auch, was Sie gezeigt haben, natürlich kann man auch Grauzonen und unsicheres Wissen modellieren und kann das explizieren und sagen, hier weiß ich nicht genau, unter der Annahme kommt das raus, unter jener Annahme kommt dies raus. Das kann man selbstverständlich, wenn man sich Mühe gibt, kann man das modellieren, weil manche Leute denken, ah, Computer, die können keine Grauzonen, da ist immer alles rational, entweder schwarz oder weiß, ist natürlich Quatsch, das ist alles eine Frage der Modellierung, des Erwartungsmanagements, des Erklärens der Modelle und der Modellierungsverfahren, das haben Sie ja sehr schön deutlich gemacht. Ja. Dankeschön. Und noch eine Frage, wieder zurückkommt an das, was Frau Professorin Pellert davor auch gesagt hat, zum Thema Kollaboration und Austausch etc. von unterschiedlichen Hochschulen. Solche Modelle, wenn Sie sie modellieren, suchen Sie den Austausch mit anderen Hochschulen im Sinne der Annäherung, nicht absolute Wahrheit, aber Sie wissen, was ich meine, die zueinander zu gesellen, miteinander abzustimmen und zu gucken, wie können wir voneinander lernen im Sinne der Expertise. Das ist bisher noch nicht geschehen, aber vielleicht ist das genau ein Forum, mit dem das dann gelingen kann. Letzte Frage aus dem Chat. Muss es für die Mitarbeiterbeurteilung nicht auch zwingend Qualitätsmerkmale und Methoden geben? Ja, definitiv. Da gibt es keine Fragen mehr. Aber das Schöne ist, die Modelle können ja beliebig erweitert werden.
Gerade dabei, deswegen, ich habe jetzt nicht zum Algorithmus erzählt, da passiert nichts per Zufall. Und das bedeutet, dass Lernen passiert an dem, was man konkret hat. Und entsprechend, die können jederzeit dann ausgebaut werden oder auch modifiziert werden, ohne dass uns das Ganze um die Ohren fliegt. Alles andere bleibt ja da. Vielleicht einmal, wir reden bisher überhaupt nicht über Kosten oder dergleichen oder Ressourcen oder so, aber was mich interessieren würde als KI, nicht Laien, aber nicht als Wissenschaftlerin, ist, wenn ich als Unternehmen anfangen möchte, mich für solche Tools zu interessieren und sage, ich habe da bisher Berührungsängste gehabt, die will ich überwinden und ich will anfangen. Gibt es sowas wie in Anführungsstrichen Einstiegsdrohungen im Sinne der Finanzierungsmöglichkeiten zu sagen, ja, wir fangen mal damit an, um überhaupt KI für die Mitarbeitendenbewertung ins Unternehmen mit reinzubringen? Also gibt es sozusagen eine XS-Lösung und eine XLL-Lösung etc. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was erzählen über die Tools, die zur Verfügung stehen. Also die Tools, erstens auch kleine Anmerkung, die wurden ebenfalls von Studierenden entwickelt, der Informatik, das ist ja das Schöne, alles was ich hier gezeigt habe, das sind die Studierenden. Ja. Die Unternehmen kommen ja meistens und erstmal wollen sie wissen, was kann man damit machen. Oder beziehungsweise sie kommen sehr gezielt. Ne? Wir haben das und das Problem, können Sie uns helfen? Und auf der anderen Seite denke ich auch, was wichtig ist, ist erstmal wiederum aufklären, was kann man damit machen. Mhm. Und wiederum auch wieder zu sagen, ja, die meisten Unternehmen interessieren sich nicht dafür, dass jetzt ein neuronales Netz Go spielen kann. Mhm. Bildbearbeitung vielleicht auch nicht immer. Mhm. Aber genau diese Bereiche, die ich hier gezeigt habe, die gehen unter, weil jetzt alles eben so überdominant ist mit Sachen, die ja nur sehr spezifisch sind. Mhm. Hast du noch eine Schlussfrage? Sonst habe ich noch eine. Ach, du mal. Eine letzte Frage. Gibt es ein Thema, wo Sie im Moment sprunghafte Weiterentwicklungen erwarten? Also Sie haben uns ja jetzt den Status quo. Das tun Sie im Moment. Das sind die Ergebnisse, die gezeitigt werden. So arbeiten die Studierenden. Gibt es sowas wie so eine Art Leapfrogging, Sprung in die Zukunft, wo Sie denken, das könnte der nächste Schritt sein oder die nächste Entwicklungsstufe oder dergleichen in dem Bereich, in dem Sie aktiv sind? Ja, ich glaube, das, was wichtig sein wird, ist auch die Vermischung der Methoden. Dass man im Grunde, jede Methode hat ihre Stärken und auch ihre Schwächen. Und ich glaube, wenn alle gemeinsam daran arbeiten, dann kann man das Ganze dann auch wirklich sehr fruchtbar nutzen. Aber für mich immer ganz wichtig, immer nur in dem Sinne als Unterstützung. In diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank für Ihre multiple Unterstützung Ihnen. Und tausend Dank an Ihre Studierenden, dass Sie so viele anschauliche Beispiele mitgebracht haben. Also auch mein Dank an alle Studierenden, die das jetzt gucken. Es war mir eine Freude, Ihre Arbeit zu präsentieren. Darf ich da noch, also ich will jetzt auf diesem Gender-Thema überhaupt nicht rumreiten, aber wenn wir, nein, ich finde es auch, weil es ist selbstverständlich, dass Frauen überall mit reingehören, aber wenn Sie sich Ihre Informatikstudierenden etc. angucken, was haben Sie für ein Gender-Verhältnis in der Regel im Master? Klassisch. Was ist denn klassisch? Informatik, sehr viele Männer, kaum Frauen. Ja, aber reden wir von 4 versus 96 oder reden wir von 12 versus 88%? Oder noch anders? Ja, so mit unter 99% in der Informatik Männer. Bei solchen Themen muss man aber dazu sagen, bitte. Ne? Bei solchen Themen. Und entsprechend ja bei den anderen Fächern ist es ja durchaus 50-50. Okay, aber bei solchen Themen, glauben Sie, es ist interessant, Frauen weiter dafür zu interessieren und gewinnen zu wollen? Und wenn ja, mit welchen Mitteln? Oder sagen einfach Sie, so, wenn Sie jetzt, das war wirklich nur Zufall, aber es waren die meisten Frauen mit den Modellen, die ich hier gezeigt habe. Es war wirklich nur Zufall, weil Sie jetzt ganz aktuell waren und diese Besonderheit, vielleicht auch so die Liebe dann so zu diesem Detail. Aber das kann ja jeder, eben weil man da nicht programmieren muss. Deswegen haben wir ja die Tools entwickelt, dass man nicht programmieren muss, weil es ja hier darum geht, die Methoden kennenzulernen, diese Denkweise kennenzulernen. Und da sind Sie alle mit Begeisterung dabei, da gibt es keinen Unterschied. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Dankeschön.